Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Der Bau eines neuen Energieriesen hat begonnen. Der Kran steht schon bereit am Fundament. Er muss das Fundament gerade mithelfen, zusammenzubauen. Dieses Fundament besteht aus 6 solcher metallplattenartigen Teile mit so einem Biegen nach unten. Und das Windrad an sich besteht aus 625 Einzelteilen. Ein Teil wird gezählt. Das ist 1, eine Schraube. Das ist das 2, eine Mutter. Und immer so weiter. Das ist ein Teil. So ein Lochdingen ist ein Teil und so weiter. 625 Einzelteile. Die Rotorblätter liegen bereit, hochgezogen zu werden. Sie sind offenbar ein wenig zu früh produziert worden, denn nun liegen sie da, aber sie werden noch gar nicht gebraucht. Warum? Das Fundament ist noch nicht mal ganz fertig. Der Kran muss helfen, das jetzt zusammenzusetzen. Als erstes werden diese Plattendinger so montiert und dann mit so einem Zweierlochstück, wie man es hier sehen kann, beziehungsweise auch hier sehen kann, ne, werden die dann praktisch so nebeneinander gestellt. Das Zweierloch ist dann genau da. Dazwischen, so als Verbindung, damit die Platte, die wir aus dem Metall hier, aus dem Alu bauen, dann auch zusammenhält. Schritt 1 ist natürlich, das so aneinander zu bauen. Schritt 2 ist dann das Ganze so. Dann hat man 3 Platten so. Und dann hat man 3 Platten nachher so. Insgesamt sieht das Ganze dann so aus. So schön zusammengeschoben. Ohne jede Lücke dazwischen. Und da kommt dann der Turm drauf. Doch der muss erst gebaut werden. Der Turm liegt noch in Einzelteilen zerstückelt. Und die einzelnen Teile werden jetzt so wie hier zusammengebaut, damit da später dieses Teil raus entsteht. Ja, und dann geht's weiter höher, damit das Windrad nachher sich drehen kann. Und hier könnt ihr auch nochmal den Bau des Fundaments sehen. Der Bauschritt, der erste Schritt für einen neuen Energieriesen. Eines Tages sieht er so aus. Jetzt ist er noch zerlegt. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben. Bürgerinnen und Bürger haben sich schon gewehrt. Was soll das? Dieses neue Windrad in unserer Gegend geht ja wohl gar nicht. Ich denke, guck mal, wie viele wir hier schon in unserem Windpark stehen haben. Das geht ja wohl gar nicht. Noch eins mehr. Tja, da müssen die Leute durch. Die Windräder werden gebraucht. Und von daher, da müssen die Leute durch. Es werden immer mehr und es ist schön, alles zu bewundern, wie es mehr wird. Immer mal eins mehr kann nicht schaden. Denn diese Windräder hier sind bereit zur Reklamation. Sie sind vergilbt. 1A. Diese Modelle, sie haben ihre Laufzeit bald hinter sich, erst recht die hier. Man sieht es richtig, wie vergilbt die ist. Die strahlt weiß, die strahlt schon gelblich schimmernd, so leicht. Ja, so leicht gelb-beige schimmernd, so die Farbe des vergilbten Kunststoffes. Das heißt, da kommen eh bald Windräder wohl weg. Ich weiß nämlich nicht, wo ich neue Kunststoffteile herkriege, um es auszutauschen. Sprich, General überholen. Ja, weiß ich nicht. Und von daher hab keinen 3D-Drucker, nichts. Also
hat sich das Generalüberholen erstmal erledigt. Die tollen Teile wandern bald wieder in ihre Originalverpackung. Jawohl. Nein, ich verkaufe sie nicht. Wer jetzt fragt, verkaufst du sie dann, wenn du sie eh wegpackst? Die Antwort lautet nein. Sind meine und bleiben meine, alles klar? Ja, von daher, ne? Die anderen, die noch nicht so vergilbt sind, bleiben noch hier stehen, aber die Vergilbten kommen alle weg. Die brauche ich nicht mehr, die sehen hässlich aus. Aber trotzdem behalte ich sie noch. Komisch, was? Ja, wenn die nachher in der Verpackung sind, sehe ich sie ja sowieso nicht. Also kann ich sie auch behalten. Ja. Na, jetzt sehe ich sie. Jetzt weiß ich, dass ich sie bald wohl wegtun kann. Wenn ich sie aber nicht mehr sehe, dann weiß ich's nicht. Und dann kann ich sie auch behalten, richtig? Jawohl. Und jetzt kommt hier bald ein neuer Energieriese rein, nämlich wie der einer auf Gittermast. Aber der befindet sich noch im Bau. Baustart eines neuen Energieriesen. Die Bürger versuchen sich zu wehren, doch sie sind machtlos. Sie müssen machtlos zusehen, wie der Windpark sich immer weiter vergrößert. Sie sind Verlierer Nummer 1, da wir Windräder brauchen und dieses Windrad gerade eine neue Genehmigung erteilt bekommen hat. Wird es auch bald in meinem Riesenwindpark, den ihr eben gesehen habt, stehen? Und ach ja, jetzt doch, ich sammle jetzt auch mehr Metall als Kunststoff. Solange ich noch keinen 3D-Drucker habe. So ein Teil ist schweineteuer. Also, ich sollte mir lieber Metallwindräder zulegen, als mehr als Kunststoffwindräder. Sicher ist sicher, dann kann auch nichts vergilben. Und dazu, sie müssen aus Aluminium sein oder aus Edelstahl sein. Edelstahl ist sauteuer, also Aluminium ist besser. Ja, weil die hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen, die könnte sonst dazu führen, dass sich leichter Rost bildet. Damit das nicht passiert, Aluminium, dann kann auch nichts rosten, dann sieht das Windrad nach auch, keine Ahnung, 10 Jahren immer noch aus wie neu. Jawohl. Jetzt muss die Baustelle aber weitergehen. Später zeige ich euch dann den zweiten Schritt. Der wird auch in dieses Video hinzugefügt. Aber da ich kein Stativ hab, naja, muss ich gucken, wie ich das mache. Weil mein Stativ, wie ihr wisst, ist mal kaputt gegangen. Ja. Ja, es tut mir auch leid, ne? Ich hatte das Geschenk gekriegt von jemandem, war eh nur ein Billigteil, würde ich sagen. Aber naja, jetzt habe ich erstmal keins mehr und jetzt muss ich so damit hinkommen. Schritt 1, Baustart eines neuen Energieriesen. Und die Bürger müssen machtlos zusehen, wie der Windpark immer größer wird. Dann wollen wir mal weiterbauen. Ein neuer Kran ist eingetroffen. Er ist höher als der Liebherr SK20, der vorher nur für das Fundament zuständig war. Inzwischen hat das Bauteam auch das erste Turmelement auf das Fundament gestellt. Das zweite Turmelement muss jetzt hochgezogen werden. Dabei werden die Bauarbeiter den Kran rüber bewegen, um es erstmal überhaupt an den Haken zu hängen. Ja, was bei dem Kran jetzt hier ehrlich gesagt gerade gar nicht so einfach ist, weil er auch ausgeleiert ist. Ja, sorry, denkt euch einfach, das Teil hinge am Kranhaken, weil ihr seht, der Haken, der ist zu schmal. Da kann man nichts mit anfangen. Bei so dünnen Lochdingern hier. Ja. Denkt euch einfach, das würde dranhängen. Ich kann es jetzt gerade nun nicht anders machen. Das ist der einzige Kran, den ich hier habe.
Ja. No. Einen anderen habe ich gerade nicht. Ja. Von daher muss es auch so gehen. Die Bauarbeiter wollen jetzt das zweite Turmelement obendrauf setzen. Dafür hängen sie schon ordentlich gesichert natürlich am Turm in der Ecken hier und warten drauf, das nächste Teil zu montieren. Wenn der Kran es nachher hier hochgehoben hat und es genau ansitzend ist, dann kann der das wieder festhalten, muss es dann noch halten. In dem Moment, wie das Teil auf dem Unterbau wiederum drauf montiert. Und ja, mal sehen, wann die Bauarbeiter damit durch sind. Man kann es gar nicht glauben. Die Monteure beeilen sich, wie sie können. Inzwischen ist der Turm wieder um ein paar Zentimeter gewachsen. Okay, wollen wir mal realistisch sein. Inzwischen ist der Turm schon wieder um ein paar Meter gewachsen, von hier bis da oben hin. Jetzt dreht sich alles um das Maschinenhaus. Doch halt! Die Kommunen wollen einen Baustopp überlegen, doch das gefällt den Bauarbeitern ganz und gar nicht. Sie wollen das Windrad doch fertigstellen, aber die Bürger, die wehren sich immer mehr. Und die Kommune entscheidet dann, nee, das machen wir nicht. Doch am Anfang hat die Kommune gesagt, Schluss, es gibt keinen Baustopp. Und aus dem Grunde werden sie sich höchstwahrscheinlich doch dagegen entscheiden. Ha, ihr Bürger, Pech gehabt. Das Windrad wächst jetzt doch. Jetzt dreht sich alles um das Maschinenhaus. Es muss noch da oben drauf montiert werden. Und das ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Ob die Monteure das wohl noch schaffen? Nochmal raus aus der Doku. Ja, ich weiß. Das Maschinenhaus dürfte eigentlich noch gar nicht am Turm befestigt sein, aber das ist ja nur ein Modell, also seid mal nicht so. Denkt euch einfach, der Teil des Turms gehöre schon zum Maschinenhaus und schon sind wir wieder quitt. Weiter geht's. Nun, wie gesagt, dreht sich ja alles um das Maschinenhaus. Es soll auf den Turm. Doch dabei ist natürlicherweise das Wetter erst recht der Gegenspieler. Schaffen die Bauarbeiter es, Heile nach oben zu transportieren? Wir werden sehen. In der Tat, die Bauarbeiter haben es wieder geschafft. Das Maschinenhaus ist oben und fest montiert. Und auch der Turm ist um das letzte Stückchen gewachsen. Nun haben sie es geschafft, denken sie vielleicht. Denn jetzt fehlt noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Der Rotor. Er muss da oben an das Maschinenhaus montiert werden. Eine ganz knifflige Angelegenheit, denn dabei ist es natürlich wichtig, dass der Wind möglichst nicht weht. Und deswegen beginnen die Arbeiten genau dann, wenn der Wind möglichst ganz schwach ist. Und das ist im Moment anscheinend nicht der Fall, da die Baustelle stillsteht. Aber es wird hoffentlich bald was passieren, denn das Windrad kann nicht lange ohne seine Flügel bleiben. Denn man weiß, ohne Flügel kein Strom, oder? Na also, damit Strom erzeugt werden kann, benötigt das Windrad natürlich noch die Rotorblätter, den sogenannten Stern. Die drei Flügel sind zu einem Stern zusammen verschraubt worden und jetzt müssen sie da oben hin. Aber erstmal machen die Bauarbeiter scheinbar eine Pause, denn auch der Wind muss sich erstmal wieder legen.
So lange kann da oben leider nichts weiter passieren. Jetzt, wo das Maschinenhaus aber oben ist, sind alle glücklich. Endlich ist der Turm fertig. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Schritt. Den Rotorblättern. Da oben sollen sie ja hin. Inzwischen ist der Stern zusammengebaut und bereit für die Montage am Turm. Genauer gesagt an der Gondel, an dem Maschinenhaus. Werden die Arbeiter es die Tage noch schaffen oder wird der Wind wieder zulegen? Warten wir es ab. Die finale Inbetriebnahme dauert nicht mehr lange. Nur noch die Flügel und das Windrad ist wieder fit. Alles andere steht ja schon. Doch nun, jetzt kommt die finale Phase, das Sternziehen. Werden die Bauarbeiter es dieses Mal wieder schaffen, dann werden wir beim nächsten Mal sehen, wie sich das Windrad endlich mal dreht. Oder zumindest still da steht. Aber Hauptsache, die Flügel hängen oben. Werden es die Bauarbeiter heute schaffen, den gesamten Sternblock da oben hinzuziehen? Das und weiteres im nächsten Videoabschnitt. Zumindest hat's das Kran-Team schon mal an den Kranhaken geschafft. Schaffen sie es jetzt auch, den Rotor da millimetergenau einzuhängen? Ich glaub's ja nicht. Sie haben's geschafft. Jetzt müssen wir den Rotor nur noch sichern, damit er nicht wieder runterfällt. Aber natürlich drehbar sichern, damit er sich auch drehen kann. Und dann kann das Windrad endlich ans Netz gehen. Endlich geschafft. Das Windrad ist im Probebetrieb, ob es auch klappt. Und ja, man kann da oben gerne mal ins Maschinenhaus starren. Dann sieht man, wenn sich vorne die Flügel drehen, dann dreht sich hinten natürlich die Drehwelle. Die ist bis da hinten eingespannt. Ja, mit einer Kontermutter, damit die vorne nicht runterfallen. Ähnliches Prinzip auch vorne. Boah. Von daher, da das Windrad nun fertig ist, braucht keiner mehr was dran. Machen. Und es dreht sich ausgezeichnet. Bis auf eine kleine Stelle. Nämlich so, wenn ich das anstoße, dann will es nicht. Jetzt dreht sich's, jetzt steht es wieder. Das müsste reibungslos klappen. Da müssen die Bauherren wohl nochmal nachsehen, was da falsch läuft. Aber dann können sie es wirklich ans Netz nehmen. Das war der Aufbau eines Windrades aus dem Tronic. Baukasten mit 625 Einzelteilen. Es ist zusammengebaut und bereit ans Netz zu gehen. Nur noch letzte Feinarbeiten und das Windrad ist fertig. Die letzte Arbeit, die gemacht werden muss, ist natürlich die Kabel verbinden mit der Solarzelle. Aber das braucht man ja nun nicht mehr zeigen, da das Windrad ja in dem Sinne fertig gebaut ist. Und sobald es ans Netz geht, gibt's ein neues Video von dem Modell.